Hallo, mein Name ist Dirk Jasper. Ich bin der Bereichsleiter für die Bauprojekte, zuständig alles, was hier im Serengeti-Park gebaut wird. Also so ein paar technische Daten zu der Anlage. Wir haben hier eine Schienenlänge von 400 Meter. Wir haben einen Zug, der 18 Tonnen wiegt und mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h über die Schienen hier fährt. Ja, der Aufbau geht im Moment sehr gut voran. Wir haben gutes Wetter. Wir haben keine Schwierigkeiten mehr mit Frost, wie im Winter, mit den Fundamenten. Kein Regen derzeit, kein Wind. Das spielt uns in die Karten und wir kommen schnell voran damit. Wir haben hier für die Fundamente ca. 1500 Kubikmeter Erde bewegt. Fundamente bestehen aus ca. 400 Kubikmeter Beton, 10 Tonnen Stahl, um den ganzen Oberbau von 400 Tonnen zu tragen. Ja, die Aufbauzeit der Anlage für die Fundamente haben wir ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, über den Winter ein bisschen Probleme mit dem Frost gehabt und jetzt für den Oberbau brauchen wir ungefähr 2 Monate Aufbauzeit. Ja, Schwierigkeiten beim Aufbau sind da klar die Kranstellplätze. Wir haben hier einen sehr begrenzten Bauraum. Wir müssen immer die Kräne umplatzieren und müssen dann auch immer wieder neue Kranplätze zwischendurch aufbauen, damit wir überall unsere Segmente aufhängen können oder verbauen können. Wir haben hier an Schienensegmente 49 Schienensegmente und insgesamt über 200, 250 Bauteile, die verbaut werden müssen.